Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Zweiradgeber. Leute, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber so kommt hier auf jeden Fall noch keine Weihnachtsstimmung auf. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht, aber das reicht mir noch nicht. Ja, das dachte ich mir schon fast. Der Schwibbogen, der brennt auf jeden Fall nicht. Schade auch, aber wir bekommen immer wieder Fotos von euch zugesendet, die zeigen, dass ihr euch einfach darüber hinwegsetzt. Und diejenigen, die sich hier noch was richtig Geiles draus basteln, die sind auf jeden Fall schon in der Weihnachtszeit angekommen. Und wem das immer noch nicht weihnachtlich genug ist, für den habe ich hier noch was. Original Krottendorfer Räucherkerzen, weihnachtlicher Weihrauch. Ich übersetze mal kurz für alle Leute, die nicht aus dem tiefsten Sachsen kommen. Räucherkerzel, Schwibbogen oder zu Deutsch Lichterbogen und Räucherkegel. Wie gesagt, es gibt da sprachliche Differenzen zwischen Ost und West oder sagen wir zwischen Sachsen und dem ganzen Rest, würde ich jetzt mal behaupten. Denn der Ausdruck Schwibbogen, der ist tatsächlich ein eher erzgebirgisches Phänomen, wie man hier auf der Karte ganz gut sehen kann. Für alle diejenigen, die so aus dieser Ecke kommen, für die ist der Begriff Schwibbogen was ganz Normales. Wisst ihr Bescheid, Leute? Und nachdem wir hier ein bisschen Weihnachten in die Bude gebracht haben, will ich noch kurz die neuen Termine bekannt geben. Denn wir, also das Team vom Zweiradgeber, wir sind auf zwei Messen vertreten, und zwar schon in naher Zukunft. Das ist einmal im Januar die Ultema in Erfurt und einmal im März die Motorradmesse ebenfalls in Erfurt. Kommt uns wie immer gerne besuchen, wir freuen uns über jeden Besucher an unserem Stand. In diesem Sinne bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein paar besinnliche Festtage. Wir sehen uns dann im neuen Jahr 2018 zu noch mehr Videos wieder oder aber wie gesagt zu den nächsten Motorradmessen, wo wir vertreten sind. Bis dahin, macht's gut, ciao.